Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Denkathlon-Kanal. In diesem Video der roten Reihe geht es ausschließlich um die 8 Übungen auf der Karte DK1. Falls ihr die Karte nicht kennt, am Ende des Videos zeige ich noch einmal, wo ihr sie bekommt. Die ist ein Geschenk an euch. Ich bin Christian Bosenig, Gedächtnistrainer, und ich habe den Denkathlon to go entwickelt. Beim Denkathlon to go kombinierst du Gedächtnistraining mit Körpertraining. Einfaches Körpertraining, wie zum Beispiel Nordic Walking, Walking oder zügiges Spazierengehen, eignet sich ganz hervorragend für die Durchführung von Denkaufgaben aus dem Denkathlon-to-go-Programm. Jetzt wünsche ich viel Spaß mit diesen neuen Aufgaben der Übungen der Karte DK1. Kommt runter vom kognitiven Sofa und helft auch anderen dabei. Bleib vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Übung, das Huhn hat zu tun. Bilde einen Satz mit 4 Wörtern ohne E und ohne I. 4 Wörter ohne E und ohne I. Los geht's. Man braucht bei dieser Übung schon ein bisschen mehr Zeit. Also 30 Sekunden ist oft schon knapp. Aber da ich ein bisschen vorbereitet hatte, kommt die Gruppe schnell zu einer Lösung. Das Huhn mag Wurst. Das Huhn mag Wurst. Ein ungewöhnliches Huhn. 4 Wörter ohne E und ohne I. Die nächste Aufgabe. Bilde einen Satz mit 5 Wörtern ohne R und ohne S. 5 Wörter ohne R und ohne S. Los geht's. Je mehr Wörter, desto schwieriger. Und wenn wir dann noch so häufige Buchstaben wie R und S herauslassen, ist es nicht so leicht. Aber ich habe eine Lösung vorbereitet. Müde Katzen liegen im Bett. Müde Katzen liegen im Bett. 5 Wörter, kein R und kein S. Die Übung Rotunden. Die Aufgabe: Finde Wörter, die auf Otte enden. O-T-T-E. Otte. Los geht's. Hier braucht die Gruppe nicht lange zu überlegen. Da kommen auch schon die ersten Lösungen. Ich sage immer nur 3 und weitere Wörter darfst du dann gerne suchen. Karotte. Lotte, Motte. 3 Wörter, die auf Otte enden und die Bedingung erfüllen, dass die Wortanfänge nicht mehr als 5 Buchstaben haben dürfen. Auf zur nächsten Aufgabe. Die nächste Aufgabe. Finde Wörter, die auf Unge enden. U-N-G-E. Unge. Los geht's. Die Schreierei im Hintergrund ist übrigens ein Hundehalter, dem sein Hund weggelaufen ist. Der ist schon seit einer halben Stunde hier am Rufen. Cora heißt der Hund. Also finde Wörter, die auf Unge enden. Ich sage einige Wörter. Junge. Rotzunge. Zunge. Und weitere Wörter darfst du finden. Auf zur nächsten Aufgabe. Die Übung Leistenvers. Die Aufgabe: Bilde einen Leistenvers für das Wort Hose. Los geht's. Ein Leistenvers für das Wort Hose soll gebildet werden. Die Gruppe hat wieder 30 Sekunden bis eine Minute Bedenkzeit. Die Übung Leistenvers ist nicht so ganz leicht. Es dauert aber nicht lange und da hat jemand eine Lösung. Hanna organisiert sämtliche Einladungen. Hanna organisiert sämtliche Einladungen. Sehr schön. Auf zur nächsten Aufgabe. Die nächste Aufgabe. Bilde einen Leistenvers für das Wort Blume.
Blume. Los geht's. Na, die Gruppe bekommt langsam Übung. Und bald hat jemand einen Leistenvers für das Wort Blume gefunden. Bonner lieben Umgang mit Ehrgeizigen. Bonner lieben Umgang mit Ehrgeizigen. Sehr schön. Auf zur nächsten Aufgabe. Die nächste Übung, Tierdomino. Die Aufgabe, bilde eine Kette von Tieren. Beginne mit dem Wort Libelle und mache so lange, bis du 30 Beine erreicht hast. Libelle, Tiere anlegen, bis 30 Beine erreicht sind. Los geht's. Die Gruppe fängt auch gleich an. Libelle. Ich lege an die Biene. Das ist auch ein Insekt. Die Amsel. Die kann auch fliegen. Pinguin. Ist auch ein Vogel. Eisbär. Lebt auch von Fischen. Löwe. Ist auch ein Raubtier. Zebra. Hat auch vier Beine. Flamingo. Lebt auch in Afrika. Und wir haben 30 Beine erreicht. Habt ihr alle mitgezählt? Auf zur nächsten Aufgabe. Die nächste Übung. Calculus OZ. Die Aufgabe. Kombiniere die Zahlen 3, 4 und 7 so zu einer Rechenaufgabe, dass das Ergebnis 1 ist. 3, 4, 7. So kombinieren rechnerisch, dass das Ergebnis 1 ist. Los geht's. Na, das ist nicht so schwer. Und die Gruppe braucht nicht einmal die 30 Sekunden Bedenkzeit. 7 dividiert durch, Klammer auf, 4 plus 3, Klammer zu, ist gleich 1. 7 dividiert durch, Klammer auf, 4 plus 3, Klammer zu, gleich 1. Das stimmt. Sehr schön. Auf zur nächsten Aufgabe. Die nächste Aufgabe. Kombiniere die Zahlen 5, 6 und 9 rechnerisch so, dass das Ergebnis 21 ist. 5, 6 und 9 rechnerisch so kombinieren, dass das Ergebnis 21 ist. Los geht's. Die Gruppe braucht nicht einmal die 30 Sekunden Bedenkzeit. Schon hat jemand die Lösung gefunden. Oder eine mögliche Lösung gefunden. 5 mal 6 minus 9 ist 21. 5 mal 6 minus 9 ist 21. Das stimmt. Sehr schön. Auf zur nächsten Aufgabe. Die nächste Aufgabe. Kombiniere die Zahlen 7, 9 und 9 rechnerisch so, dass das Ergebnis 74 ist. 7, 9 und 9 rechnerisch kombinieren zum Ergebnis 74. Da muss man wieder nicht lange überlegen, aber 30 Sekunden bis eine Minute sind immer in Ordnung. Bald hat jemand eine Lösung. 9 mal 9 minus 7 ist 74. 9 mal 9 minus 7 ist 74. Das stimmt. Auf zur nächsten Aufgabe. Die nächste Übung. Exakt genau. Bilde einen Satz mit exakt 3 Wörtern und genau 8 Buchstaben. 3 Wörter, 8 Buchstaben. Los geht's. Die Gruppe braucht hier nicht sehr lange. Schnell hat jemand eine Lösung gefunden. Sie ist da. Sie ist da. 3 Wörter, 8 Buchstaben. Sehr schön. Auf zur nächsten Aufgabe. Die nächste Aufgabe. Bilde einen Satz mit exakt 4 Wörtern und genau 12 Buchstaben. 4 Wörter, 12 Buchstaben. Los geht's. Unsere gut trainierte Gruppe
hat sehr schnell einen möglichen Satz gefunden. Wir sind nie da. Wir sind nie da. Vier Wörter, genau 12 Buchstaben. Sehr schön. Auf zur nächsten Aufgabe. Die nächste Übung, aufräumen W für Wörter. Die Aufgabe, räume Mais auf, alphabetisch aufsteigend. Mais, alphabetisch aufsteigend aufräumen. Los geht's. Das ist nicht weiter schwer. Da kommt schnell auch die Lösung. Hier gibt es immer nur eine richtige Lösung. A-I-M-S. A-I-M-S. Auf zur nächsten Aufgabe. Räume Belgien auf. Belgien. Los geht's. So 20, 30 Sekunden braucht's schon. Und dann sagt jemand die Lösung. B-E-E-G-I-L-N. B-E-E-G-I-L-N. Das stimmt. Auf zur nächsten Aufgabe. Räume Ungarn auf. Alphabetisch absteigend. Ungarn alphabetisch absteigend. Bald hat jemand die Lösung gefunden. U-R-N-N-G-A. U-R-N-N-G-A. Das stimmt. Sehr schön. Auf zur nächsten Aufgabe. Die Übung Viereck. Die Aufgabe, die Zahlengruppe im Viereck ist 2 plus. Wie ist die Summe der Zahlen bei Grün und Rot? 2 plus sitzt im Viereck. Wie ist die Summe der Zahlen bei Grün und Rot? Man muss sich erst wieder an diese Übung gewöhnen. Man stelle sich das Viereck vor mit den Farben in den Vierecken. Und da hat jemand die Lösung. Es gibt hier immer nur eine richtige Lösung. 8 ist die Summe, nämlich 3 plus 5. Sehr schön. Auf zur nächsten Aufgabe. Die nächste Aufgabe. Die Zahlengruppe im Viereck ist 5 minus. Wie ist die Summe der Zahlen unten? Wie ist die Summe der Zahlen unten? Die Zahlengruppe im Viereck ist 5 minus. Auch das ist nicht schwer. Die Lösung ist 5, nämlich 3 plus 2, die beiden Zahlen, die im Viereck unten sitzen. Das war die letzte Aufgabe dieser Denkathlon-to-go-Runde. Das nächste Video auf meinem Kanal wird wieder ein Video der roten Reihe sein. Und es geht dann wieder um die 8 Übungen auf der Karte DK1. Von jeder Übung werde ich wieder 2 Aufgaben stellen, bis auf die Übung Tierdomino. Da wird es nur eine Aufgabe sein. Schaut euch das Video an und dann habt ihr die 8 Übungen der Karte DK1 ganz sicher gut im Griff. Und denkt dran, die digitale Version der Karte DK1 fürs Smartphone enthält auch alle Übungsbeschreibungen. Jetzt wünsche ich euch einen guten Tag, bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.